Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Und das Projekt ist wirklich sehr gut bei euch angekommen, hat mich sehr gefreut. Bei mir macht das Spiel richtig viel Spaß und ich habe richtig Lust weiterzuspielen. Deswegen kommt jetzt auch so schnell die neue Folge hier. Und ihr habt auch einige Tipps für mich reingeschrieben, die mir hoffentlich sehr helfen werden. Das ist doch ein Toucan, oder? Ich glaube schon. Nämlich, zum Beispiel der erste Tipp war, dass das hier sauberes Wasser sei. Sieht ja auch ein bisschen klarer aus. Können wir mal ausprobieren. Wasserunsicher. Okay, ich würde sagen, wir trinken einfach mal. Wir haben ja gerade nichts zu verlieren. Hier sind Fische drin. Oh Gott, er hustet. Aber er übergibt sich nicht. Trinken wir noch einen Schluck. Hey, das sieht gut aus. Ich glaube, das Wasser kann man wirklich sich gönnen. Ja, trinken ist alles voll. Es ist 12.39 Uhr. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen, weil wir müssen heute ein bisschen was schaffen, bevor es dunkel wird. Ich habe mir überlegt, dass wir... Ich glaube, das wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass wir hier unser erstes Lager aufschlagen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Hier ist auch relativ viel Platz. Und ja, hier sind nicht so viele Tiere, die das Ganze unsicher gestalten. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Kleine Steine sammeln wir schon mal ein. Die werden wir gleich für Werkzeuge brauchen. Ansonsten habt ihr noch geschrieben, ich soll mir ein Speer aus Stöckern bauen. Dann habt ihr geschrieben, wenn ich ein Feuer mache, soll ich es unterm Dach machen, weil man den Regen nicht unterschätzen sollte. Habe ich mir auch schon gedacht. Ihr habt noch geschrieben, wie man... oder was eine Zunder-Alternative ist, als ein Vogelnest. Das werden wir auf jeden Fall... Hier sind aber auch Vögel und so, ne? Vielleicht... Was macht er denn? Vielleicht kann man die auch beobachten und die fliegen zurück zum Nest oder so. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, auch eine Alternative reingeschrieben, das wird uns helfen. Dann habt ihr geschrieben, dass ich auf die geistige Gesundheit auch so ein bisschen achten muss. Die sinkt ja zum Beispiel durch die Blutegel. Und ja, dadurch kommen dann diese Stimmen und sowas. Da passiert wahrscheinlich auch noch viel, viel Schlimmeres, wenn die geistige Gesundheit... im Keller ist. Dann habt ihr noch geschrieben, das zeige ich euch nochmal eben. Hier, da hatte ich beim letzten Mal so, das kann ich euch gar nicht zeigen, so zum Beispiel große Stöcker, wenn ich Rechtsklick drauf mache, konnte man zum Beispiel Sammeln anklicken. Und ich dachte halt, dann sammelt man noch mehr Stöcker. Aber das Sammeln heißt in dem Sinne nur, dass man das in die Einzelteile zerlegt. Das heißt, ein großer Stock wird zu zwei kleinen Stöcken. Und ja, kann sein, dass das schon gefixt wurde, weil es kam ein Update raus. Ist halt so ein Übersetzungsfehler. Ich glaube, es wurden auch so ein paar UI-Sachen gefixt, also hier solche Menüsachen und sowas. Was da genau verändert wurde, habe ich aber gar nicht nachgelesen. Und ansonsten habt ihr noch geschrieben, dass man beim Essen auf den gesunden Menschenverstand achten sollte. Das heißt, was ich auch selber essen würde, kann ich auch in-game hier meistens essen. Ansonsten ein bisschen Learning by Trying, also ausprobieren. Und beim Tagebuch kann man noch umblättern, die Seiten. Das können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Ja, hier soll man irgendwie umblättern können. Hier unten ist ein Pfeil, seht ihr es? Ah, da kann ich jetzt zum Beispiel Stein, Fackel, Handbohrer. Kann ich noch ein paar mehr Rezepte sehen. Aber ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal so ein paar Sachen, dass wir hier vorankommen. Weil ich will diese Folge, bevor es Nacht wird, auf jeden Fall zumindest ein Feuerchen hinbekommen. Vielleicht auch schon mal mit einem Unterschlupf anfangen. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich werde mich jetzt hier auch nicht allzu weit von dem Ort entfernen, weil ich glaube, der ist wirklich relativ sicher. Und für einen ersten kleinen Unterschlupf ist es, glaube ich, mehr als ausreichend. Das Einzige, was schwer wird, ist vermutlich die Futtersuche. So, dann stellen wir mal hier so eine Axt her. Dafür brauchen wir nochmal ein paar Steinchen. Wo waren denn die Steinchen? Da. Stein hin, Steinaxt. Perfekt. So, ich frage mich jetzt ja, kann ich mir schon Speer herstellen? Habe ich einen weggeworfen. Machen wir mal zwei hin. Stock. Brauche ich da vielleicht auch noch ein Steinchen für als Spitze? Nee. Ich weiß leider das Rezept für den Speer nicht so ganz. Oh, ich schmeiße die ganze Zeit meine Sachen weg. Nicht so ganz, aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Wir versuchen jetzt erstmal hier mal so eine Palme zu fällen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Was ist denn das hier? Das ist irgendwie so eine Yucca-Palme. Versuchen wir es mal hier. Ich weiß halt nicht, ob das mit der Steinaxt hier geht, die ich habe. Die ist halt jetzt nicht so nice. Kann man hier irgendwas aufsammeln? Hier kommen auf jeden Fall so Flöcke raus. Oh, der ist aber umgekippt, ne? Ah, da! Ein langer Stock. Okay, das habe ich jetzt nur gerade gar nicht gesehen. Hier sind auch noch andere Stöcke rausgekommen. Den trage ich mal erstmal hier hin. Ihr habt auch unter anderem geschrieben, dass man so ein... Ey, wird das schnell dunkel, oder? Dass man so einen Langstock nochmal kleiner machen kann. Ah, seht ihr. Jetzt haben wir normale Stöcke. Und jetzt haben wir kleine Stöcke. Okay, die gehen aber nicht kleiner.
Gut zu wissen. Was macht denn da so ein Geräusch? Wir könnten auch versuchen, da oben raufzukommen, ne? Ne, erstmal nicht. Wir bleiben jetzt an diesem Ort hier, Leute. So, gehen wir ins Tagebuch. Dann machen wir mal hier so ein kleines Feuer, so einen Bauplatz hin. Mach ich mir erstmal so hin. Können wir auch schon mal ein paar Sachen reinpacken. Wir haben es sogar fast fertig bekommen. So, dann gehen wir nochmal ins Tagebuch. Was ich hier noch gerne machen würde. Bambusrahmen. Wand. Eingang. Also hier kann man sich wirklich so ein eigenes Haus bauen. Richtig cool. Palmendach. Bananendach. So ein Palmendach. Ach, das ist jetzt nur das Dach an sich. Okay. Ja, interessant. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn es regnet, über dem Feuer ein Dach zu haben. Ansonsten würde ich hier gerne nochmal so einen Unterschlupf auswählen. Kleiner Unterstand. Blätterbett. Hüttenunterstand. Zwei, langer Stock, 8. Palmblatt, da braucht man echt viele. Ich glaube, der hier ist fast besser für uns am Anfang. Kleiner Bambus. Aber man muss halt wirklich gucken, was man... Oh, es fängt schon an zu regnen. Was man so für Bäume und so in der Umgebung hat, glaube ich. Wir nehmen jetzt mal erstmal den Hüttenunterstand hier. Der sollte jetzt erstmal für uns ausreichen. Hoffe ich. Jetzt seht ihr schon. Wir brauchen... Ich habe den falsch rum platziert, oder? Tatsächlich. Demontieren. Ich habe jetzt hier schon mal ordentlich Holz gesammelt und angefangen, den Unterschlupf hier zu bauen. Es ist schon sehr, sehr dunkel geworden. Okay, wir brauchen ein Seil. Also man muss immer alles so ein bisschen nacheinander machen. Ich habe hier schon einige Stöcker drin. Jetzt so ein paar längere Stöcker. Jetzt brauchen wir als nächstes ein Seil. Dafür brauchen wir Lianen. Ich weiß halt echt nicht, ob wir den Unterschlupf noch schaffen. Kann man das eigentlich auffällen? Und wir müssen mal aus. Schlag auf jeden Fall dagegen. Okay, das geht. Sehr gut. Das heißt, hier kommen Bananenblätter raus. Können wir die noch irgendwie... Mir wurde auch gesagt, dass man trockene Palmenblätter irgendwie bekommen kann und damit Zunder, also die als Zunderersatz nehmen kann. Wir müssen halt jetzt echt schauen, dass wir das Feuer ankriegen. Das wäre sehr, sehr gut. Oh, da ist ein trockenes Blatt. Sehr gut. Haben wir eins gefunden, das ist so ein bisschen heller. Machen wir uns mal eben so einen Handbohrer und dann versuchen wir mal das Feuer zu umfachen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal weiter als die letzten Male. Essen, trinken geht sogar noch einigermaßen klar. Wir trinken mal einen Schluck und gucken mal, wie viel das bringt. So. Okay, wir sind wieder voll und wir übergeben uns nicht, also perfekt. So, den benutzen wir mal eben. Jetzt brauchen wir mal eben irgendwie Zunder. Trockenes Blatt. Ja, das können wir als Zunder nehmen. Oh, er flucht erstmal, alles klar. Okay, wir haben Feuer in unserer Hand. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich beeilen. Zünden wir unser Feuer an. Und es brennt. Yay. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie Holz oder so nach... Oh, nicht im Ernst. Es fängt an zu regnen, Leute. Ey, wie viel Pech muss man denn haben in diesem Spiel? Das gibt's doch gar nicht. Bananenblatt. Das können wir leider nur so tragen. Kann ich das hier schon reinmachen? Nee, kann ich noch nicht. Wir brauchen erstmal echt ein Seil. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Feuer... Ja, mein Feuer ist aus. Alles klar, es hat schon mal gar nichts gebracht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie hier ein Seil herbekommen. Für ein Seil brauchen wir, glaube ich, Lianen, ne? Oh, Leute, hier ist eine Spinne. Ich habe die Spinne getötet. Brasilianische Wanderspinne, Körper. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob man die essen kann. Hier sind auf jeden Fall auch Bananen. Das ist sehr, sehr gut. Also so ein Bananenbaum sieht anscheinend so aus. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Lianen. Aber ist ja schon mal gut, dass ich jetzt ein bisschen Futter habe. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber der Dschungel ist halt wirklich sehr gefährlich. Gerade im Dunkeln. Ich will halt wirklich nur Lianen haben und dann zurück zu meinem Ort gehen. Sind das Lianen hier? Oh, das sieht gut aus. Liane. Ich hoffe, wir finden hier noch ein paar mehr. Ja, hier ist noch eine. Und jetzt können wir hier das Seil anbringen. Ja, perfekt. Jetzt brauchen wir Palmblätter. Wir haben es aber übrigens gerade wieder geschafft, uns Blutegel einzufangen. Schauen wir mal eben, wo wir... Das ist sehr, sehr dunkel. An dem Bein schon mal nicht. Da hängt einer an der Seite. Seht ihr das? Eieiei. Gibt es da irgendein Mittel? Oh, da hängt auch noch einer. Gibt es da irgendein Mittel gegen? Das ist echt schlimm. Ich hoffe mal, die fallen ab. Die sind halt, ja, für die geistige Gesundheit gar nicht gut. So, Palmblatt. Kann ich das einsetzen? Das ist ein Bananenblatt, ne? Kann ich gar nicht damit
Muss ich jetzt eine Palme fällen? Sehe, das ist keine Palme, ne? Müssen wir jetzt echt so eine große Palme fällen? Geht das überhaupt? Mit der Axt? Ich glaube, das geht nicht. Wo kriegt man denn dann Palmblätter her? Oder sind das hier Palmblätter? Keine Ausdauer. Oh, das sieht gut aus. Palmblatt, perfekt. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein paar darüber tragen. Man kann übrigens mehrere von denen gleichzeitig transportieren. Also es ist gar nicht so viel Arbeit gewesen jetzt im Endeffekt. Man kann ja ordentlich viele davon tragen. So, ich habe jetzt 6 Stück, wie ihr seht. Seht ihr unten rechts, 6 Stück. Und wir sollten jetzt unseren Unterschlupf hier mit Palmblättern schon mal fertig kriegen. Ich weiß nicht, was wir dann noch brauchen werden. Palmblatt. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Da können wir jetzt auch schlafen. Aber wir haben, glaube ich, ziemlich Hunger. Also wir haben richtig Kohlenhydratemangel. Gelb ist, glaube ich, Kohlenhydrate, oder? Wir müssen unbedingt uns Feuer machen. Aber es ist schon wieder am Regnen. Also es regnet wirklich mega häufig hier. Wir können ja auch schlafen. Ich weiß gar nicht, speichert man dann das Spiel? Wäre mal gut zu wissen. Das Bananenblatt, das schmeiße ich mal ins Wasser hier. Ja, wir müssen uns am besten nochmal eben... Kann man die Vogelspinne grillen? Ich hoffe es. Haben wir die denn? Ah, wir haben ja noch Bananen. Sehr gut. Essen wir die doch mal. Perfekt. Dann haben wir wieder Energie. Die Spinne würde ich ehrlich gesagt gerne mal grillen. So als erstes. Muss man die auf den Stock oder so stechen dafür? Ist auch eine gute Frage, ne? Essen. Ne, wahrscheinlich kann man die so aufs Feuer legen. Sehr schön. Shit. Nicht so viel fluchen, mein Junge. Du bist zu müde, um das Feuer zu entfachen. Erhole dich. Oh mein Gott, okay. Wir müssen schlafen, Leute, bevor wir Feuer machen können. Wir werden aber nicht lange schlafen. Obwohl es gleich 8 Uhr morgens ist, perfekt. Ich hoffe, es regnet gleich nicht, weil wir brauchen gleich wahrscheinlich wieder was zu essen. So. Next morning. Oh, die Sonne ist gerade aufgegangen. Richtig, richtig gut. Und dann probieren wir es nochmal. So. Nutzen. Und einmal Zunder. Come on. You can do it. Ich believe in dich. Wir haben auch nicht mehr viel Leben, sehe ich gerade. Sollten wir uns gleich mal diese Heilpflanze suchen. Aber wir werden uns jetzt erstmal ordentliches Frühstück gönnen. Ihr seht schon, die Werte sind alle unten. Wir müssen hier definitiv was reinlegen. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Da, wir können sie an das Feuer legen. Sehr schön. Das auch. Ich glaube, die unbekannte Frucht sollten wir nicht essen, weil ihr habt gesagt, gesunder Menschenverstand, und ich würde sie nicht essen, wenn ich die Wahl hätte. Da würde ich eher die brasilianische Wanderspinne essen. Wobei, da weiß man ja auch nicht mit dem Gift, ne? Wäre vielleicht besser, wenn man dann vorher den Kiefer oder so entfernt. Oh nein, es hat angefangen zu regnen und unsere Spinne ist gerade mal zur Hälfte fertig. Ich hoffe, das klappt noch. Also das mit dem Regen ist ja wirklich, wirklich schlimm hier, so häufig wie es regnet. Ihr seht ja diesen weißen Balken, der hier mal weiter wandert. Und es ist ausgegangen. Ja. Super. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwas anderes suchen, vorübergehend. So, hier haben wir schon mal so unbekannte Früchte. Ich glaube, die konnte man essen, ne? Ich meine, ich würde sie nicht essen, wenn ich das selber wäre. Deswegen sollten wir das vielleicht nur im Notfall tun. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Okay, es ist ein Notfall, Leute. Wir sind wirklich, wirklich hungrig. Eieiei. Essen. Schauen wir mal. Na, ein bisschen was, ne? So ausgewogen ernährt habe ich mich jetzt nicht. Was soll ich machen, ne? Wenn hier wieder der blöde Regen kommt. Ich habe ja eine Vogelspinne, die ich... Okay, der Regen hat aufgehört, Leute. Meine Vogelspinne ist endlich fertig. Also ich habe jetzt doch nichts anderes mehr zu essen gesucht, weil der Regen aufgehört hat. Und ich hoffe mal... Jetzt höre ich schon Stimmen. Die geistige Gesundheit ist runtergegangen. Vogelspinne war vielleicht nicht das beste Essen. Ey, mein Essen ist so unten, meine ganzen Werte. Ich muss irgendwas jagen oder so. Wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend einen Fisch oder sowas. Ich werde mir jetzt mal versuchen, einen Speer zu machen. Ich glaube, den kann man aus einem langen Stock machen. Wenn uns jetzt hier mal diesen Stock fällen. Wir haben schon echt nicht mehr viel Gesundheit und Energie. Herstellen. Okay, ich kann den hier hinlegen. Schwacher Speer. Perfekt, ich habe es hinbekommen. Okay. 2 ist der. Just give up. Ich gebe nicht auf.
Macht mich nicht kirre. Das ist eine Schnecke. Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich versuche jetzt echt, so einen Fisch zu erlegen. Komm her. Besser. Oh Leute, ich hab's nicht hinbekommen. Ich hab's jetzt echt lange versucht. Und diese Stimmen machen mich ganz kirre. Wir müssen jetzt schnell irgendwas zu fressen finden. Ich bin jetzt schon wieder kurz vorm Tod. Ich habe einen Pfeilgiftfrosch erlegt, aber ich weiß aber nicht, ob man den essen sollte. Wir nehmen ihn mal mit. Vielleicht können wir daraus ja Gift gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gesund ist, den zu essen. Gibt's aber nur noch so einen anderen roten. Nehmen wir auch mit. Gibt's hier keine normalen Frösche? Oh, ihm was zu futtern. Der Sound ist auch ganz, ganz schlimm. Apfelschnecke. Ich weiß nicht, ob man die Schnecken essen kann. Wir dürfen aber nicht zu lange unterwegs gehen. So, wir entfachen jetzt das Feuer. Und dann gucken wir mal, was wir hier von unserer Beute grillen können. Weil diese Stimmen machen mich richtig kirre. Jetzt kann man die grillen. Sieht gut aus. Trinken wir mal eben. Herstellen. Was kann man denn damit herstellen? Ich glaube, so eine Schleuder oder sowas, ne? Kokosnussbidon. Gucken, was das kann. Mein Feuer hält sogar noch ein bisschen, das ist gut. Brausgegenstand, Effekt unbekannt. Okay, was macht man denn dann damit? Na, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, war da jetzt Wasser drin und ich habe das Feuer ausgemacht. Oh, ernsthaft? Oh mein Gott. Oh, das Essen ist fertig zum Glück. Es hat gerade wieder angefangen zu regnen. Oh, ich kann diese Stimmen nicht mehr ertragen. Es ist wirklich, wirklich schlimm, Leute. Essen. Bitte helf mir essen. Schnecke essen wir auf jeden Fall auch. Oh, die Stimmen sind weg. Doch nicht. Schlafen wir mal ein bisschen. Oh, der Regen hat aufgehört. Wie sieht es essenstechnisch aus? Ganz und gar nicht gut. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter vorangekommen. Ihr könnt mir gerne wieder Tipps für das Spiel in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr cool. Und mich würde mal interessieren, wie das ist mit dem Speichern. Wenn ich schlafe, speichere ich dann das Spiel automatisch oder wie funktioniert das? Weil das wäre auch mal sehr, sehr praktisch für mich zu wissen. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal hier weitermachen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.